Das funktioniert noch nicht. Die Planetensteine sind wohl noch nicht in der richtigen Reihenfolge. Unglaublich. Es hieß, nur der König selbst sei dazu in der Lage. Tja, in mir steckt offenbar mehr, als man auf den ersten Blick vermutet. Du bist auf jeden Fall ein bemerkenswerter junger Mann. Jetzt musst du nur noch das Wasser des Lebens zum König bringen. Das auch noch. Keine Zeit zum Rumjammern. Beeil dich, es ist fast geschafft. Willkommen zurück zu The Whispered World. Ja, willkommen. Ich habe ein klein wenig hier herum experimentiert und mir mehrfach die Lexika angeguckt, in welcher Größen, in welcher Reihenfolge die Planeten kämen. Egal, so, wir haben es geschafft und ja, jetzt ist Folgendes passiert. Unser Spot ist zum Concord geworden. Erstmal gucken. Spot, oh Spot, was ist bloß mit dir geschehen? Tja, wir nehmen ihn mal mit. Spot kann mir jetzt nicht mehr helfen. Nein, aber nimm ihn mit. Wer weiß, Spot bist du. Spot, oh Spot, was ist bloß mit dir geschehen? Nimm ihn mit. Spot kann mir jetzt... Shit, okay, na gut. Das funktioniert nicht. So, wir sollen das Wasser des Lebens zum König bringen. Oh nein, ich wusste es. Es beginnt. Komm her. Sie selbst! Was ist das? Die Welten kollidieren! Ja! Die Zeit ist gekommen! Diese Welt wird nun zugrunde gehen! Nein, das kann nicht sein! Ich habe nichts falsch gemacht! Ah! Sadwick! Du hast getan, was du tun musstest. Du hast das Ende eingeleitet. Endlich hat sich deine Bestimmung erfüllt. Das ist nicht fair. Ich hab doch alles richtig gemacht. Du törichter Unglücksrabe. Das Ding hat recht. Ich wusste, dass es ein Fehler war, dich am Planetensystem rumspielen zu lassen. Aber... Jetzt steh da nicht so rum. Tu etwas. Sonst ist alles verloren. Ja, tu etwas. Du bist lustig. Brunnen mit fließendem Wasser und Spot ist da reingefallen. Oh nein. Oh. Was können wir tun? Wir können das Wasser, das Fläschchen... Wir können nicht zum König. Es geht nicht zum König. Blaue Gestalt. Was bist du überhaupt? Mein größter Albtraum wird wahr. Ich habe diesen Satz schon oft gesagt, aber erst jetzt macht er Sinn. Kannst du dich denn wenigstens mit ihm unterhalten? Ah, Sadwick! Endlich wirst du deine Bestimmung erfüllen! Ich denke, er hat seine Bestimmung schon erfüllt. Ah. Warum tust du das? Wer bist du? Verschwinde wieder. Ich habe das doch nicht gewollt. Oh, hör auf, du machst alles kaputt. Hör auf, du machst alles kaputt! So ist es, Sadwick. Diese Welt ist bald nur noch eine Erinnerung. Du warst es, der mich gerufen hat. Du kannst es nicht mehr aufhalten. Okay, warum tust du das denn? Was ist hier überhaupt los? Warum tust du das? Es ist der Lauf der Dinge. Diese Welt ist nur dazu da, um durch deine Hand zerstört zu werden. Und nun ist es endlich soweit.
Was? Was? Warum? Aber was hat das denn mit Sedgwick zu tun? Wer bist du? Ich bin das, was dich auf der anderen Seite erwartet. Erfülle dein Schicksal. Zerstöre diese Welt. Dann wirst du endlich bei mir sein. Verstehe ich nicht. Ich meine, doch, irgendwie verstehe ich es schon, aber... ist schon ein bisschen schräg. Verschwinde wieder! Ich habe das doch nicht gewollt! Horche in dich hinein. Diese Welt ist nichts für dich. Du bist für mehr bestimmt. Darum muss diese Welt zerstört werden. Ich werde dich aufhalten. Oh, meine Güte. Okay, versuchen wir es. Ich werde dich aufhalten. Das ist zwecklos, Sedgwick. Wehre dich nicht dagegen. Aber ich kann es ja zumindest versuchen. Okay, wir können da immer noch... Guck mal, die Zahnräder sind doch für das Planetengetriebe, ne? Und wenn wir die jetzt irgendwie zum Stillstand bringen... Oh, bringen wir damit auch diese Welt zum Stillstand? Ach, keine Ahnung, wir müssen es auf jeden Fall versuchen. Kuhfuß, zack, rein damit. Oi. Ich muss diesen Mechanismus irgendwie stoppen. Vielleicht kann ich es aufhalten, indem ich irgendwas dazwischen klemme. Nein, ich schaffe es nicht. Ich bräuchte schon ein besseres Werkzeug. Ein besseres Werkzeug? Nun, wie wär's mit der Kurbel selbst? Du willst Bestimmung? Hier hast du Bestimmung! Oder nicht? Uh-oh. Was war das? Was geschieht hier? Du unglückseliger Narr! Wieso? Was ist denn los? Und was ist mit dem Licht passiert? Du hast das Planetensystem angehalten. Die Zeit steht still. Ist das schlimm? Du machst dir ja keine Vorstellungen. Ja, aber wieso? Was ist denn... verkrustete Gestalt. Es war nicht in Ordnung, das Ding in Gang zu bringen, obwohl er darauf gedrängt hat. Und jetzt ist es nicht in Ordnung, dass es angehalten wurde. Ja, was denn jetzt? Himmel, mein Albtraum ist wahr geworden. Aber jetzt habe ich ihn aufgehalten, oder? Ja, irgendwie schon. Ich meine, das war doch das Ziel, oder? Kannst du mit ihm reden? Ist es jetzt vorbei? Vorbei? Nichts wird jemals wieder vorbei sein. Du hast das Gefüge von Raum und Zeit angehalten. Alles steht still. Was? Wie ist das möglich? Ach, Sedgwick, was hast du nur getan? Ja, ich habe das Ende abgewendet. Das sehe ich allerdings ganz genauso. Obwohl, naja, wenn Raum und Zeit feststehen, dann nicht gut, weil dann eben, wie er sagt, niemals irgendwas vorbei sein wird. Aber es wundert mich, dass da draußen noch Blitze zucken, ne? So von wegen Zeit. Ich habe das Ende abgewendet. Oder etwa nicht? Doch, das hast du. Irgendwie. Aber das hier ist schlimmer. Wie kann irgendetwas schlimmer sein als der Weltuntergang? Wenn alles für ewig gleich bleibt, das ist das größte Leid, was man sich vorstellen kann. Jetzt hat die Stunde der Askir geschlagen. Was? Was hätte ich denn sonst tun sollen? Ja. Was hätte ich denn tun sollen? Ich weiß es auch nicht. Ich hätte dich niemals an das Planetensystem lassen dürfen. Aber nun ist es zu spät. Alles ist verloren. Sobald die Zeit weiterläuft, wird die Welt untergehen. Allein der König könnte das jetzt noch verhindern. Aber die Tür zu seinem Quartier wird wohl für ewig geschlossen bleiben. Was ist das für ein Blödsinn, wenn die... Ja, irgendwie... Eine No-Win-Situation, ne? Wenn die Zeit weiterläuft, werden die beiden Welten kollidieren, was auch immer das zu bedeuten hat. Und wenn die Zeit nicht weiterläuft, dann ist alles gleich, was er offensichtlich ganz schrecklich findet. Was ist denn mit dem Brunnen passiert? Was ist mit dem Brunnen passiert? Was denkst du? Das Wasser des Lebens ist versiegt. Diese schwarze Brühe ist nichts weiter
als konzentrierter Stillstand. Also allmählich würde ich ganz gerne wissen, wer der König überhaupt ist. Okay. Was waren das für Schatten vorm Fenster? Das waren mit Sicherheit die Asgil. Corona ist ihnen jetzt schutzlos ausgeliefert. Sag mal, wenn die Zeit eingefroren ist, warum können wir beide uns hier noch frei bewegen? Und vor allen Dingen auch, warum können sich die Asgil, die sich außerhalb dieses Turms befinden, noch weiter bewegen? Diese blaue Gestalt. Es war dieselbe, die in meiner Vision zu mir gesprochen hat. Du bist ein äußerst merkwürdiger Junge. Selbst jetzt, wo alles stillsteht, gibst du mir noch Rätsel auf. Was ist bloß deine Bedeutung in dieser Welt? Na was schon? Ich bin der, der immer alles kaputt macht. Ich glaube nicht, dass das schon alles ist. Du meinst, es wird noch schlimmer? Kann sein. Kann aber auch nicht sein. Nur eins ist klar, du hast bereits großes Unheil über diese Welt gebracht. Danke, du bist auch ganz okay. Oh, meine Güte. Also alle hacken immer auf ihm rum. Ach du liebe Zeit. Ja, aber so wie das Ding, was auch immer das ist, gesprochen hat, würde ich eher sagen, naja... Also, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hochtrabend, aber diese Welt scheint nur für Sedgwick da zu sein. Also, er ist hier der Dreh- und Angelpunkt. Ich glaube, Spot ist in den Brunnen gefallen. Dann ist er verloren. Der Abfluss des Brunnens führt nach draußen ins Nichts. Es tut mir leid, Sedgwick. Was? Oh Mist. Bis später. Später? Die Welt steht still, Sedgwick. Es gibt kein Später mehr. Nie wieder. Naja, wir beide können uns unterhalten. Folglich scheinen wir beide doch ganz okay zu sein, oder? Kannst du da nochmal durchgucken? Das war sicher sehr teuer. Okay, gut. Kann er nicht. Ach so, nee, das war mit anfassen. Darf ich auch mal da durchgucken? Nein, klar. Ja. Okay. Gut, ja, was machen wir denn jetzt? Führt nach draußen ins Nichts. Weißt du was? Dann brauchen wir den Trichter noch. Können wir den mitnehmen? Können wir offensichtlich. Okay. Aber dieses Ding können wir da nicht wieder rausziehen. Okay. Nein, das lasse ich lieber hier. Es erfüllt bereits seinen Zweck. Okay, in Ordnung. Hier liegt noch ein bisschen Getöse rum. Aber nichts, was wir wohl gebrauchen können. Aber ich höre doch eine Uhr ticken. Da ist doch eindeutig das Ticken einer Uhr. Ach du liebe Zeit. Das ist ja großartig. Ach du liebe Zeit. Also noch einmal, warum können die hier... Corona! Das prunkvolle Schloss ihrer königlichen Majestät. Und keine Menschenseele da, um uns aufzuhalten. Alles steht still. Es geht doch nichts über den Geschmack stehender Luft. Komm mit, Gorny. Ich will meinen Thron beziehen. Uh-oh. Ein Viech. Was für ein grässliches Tier. Ich hoffe, ich muss nicht darauf reiten. Ansprechen und so hilft wahrscheinlich nichts. Können wir irgendwas anderes machen? Alter. Kommen wir da noch durch? Wahrscheinlich nicht, ne? Dir ist wirklich keine Menschenseele mehr. Das Gefolge des Königs scheint diesen Ort bereits vor langer Zeit aufgegeben zu haben. Aber irgendwer muss hier sein. Gut beobachtet, Gorny. Die Zeit steht bereits still. Das Gefüge von Raum und Zeit wurde angehalten. Ja! Doch was bedeutet das für unseren Plan? Was das bedeutet? Es bedeutet, irgendwer war so dumm, uns die Arbeit abzunehmen. Okay, Hand hoch. Wir können nichts anderes machen, ne? Wir können zurückgehen, aber da war ja irgendwie auch nichts. Ja. Nee, das bringt gar nichts. Wir kommen nicht an denen vorbei. Ich komme dem lieber nicht zu nahe. Er sieht ganz schön finster aus. Aber ich fürchte, wir haben keine andere Wahl. Nee, wir müssen da runter. Oh je. Oh, hey,
Hey, du da! Stehen geblieben! Oh, oh. Das ist doch wieder dieser Schnüffler, der Clown. Der kleine Mann verfügt über eine erfrischende Aufsässigkeit. Ich beginne ihn zu mögen. Los, Garni, schnapp ihn dir, wirf ihn in den Kerker und sieh gleich nach, ob du noch irgendwo andere Störenfriede findest. Na, was toll. Für ein Schlamassel. Kann es überhaupt noch schlimmer kommen? Ja, da ist der Bote. Er hat bestimmt wieder irgendwelche hochtrabenden Reden, nicht wahr? Hallo, na? Oh, wir schweben hier mitten über dem Nichts. Oh, das ist nicht gut. Hallo, na, wie geht's dir so? Hey, Bobby, du auch hier? Oh, Sedgwick, du kannst dir gar nicht vorstellen, was sie mir angetan haben. Sie haben dir dein Lieblingskissen weggenommen? Sehr witzig, aber dir wird das Lachen auch noch vergehen. Mit den Askiel ist nicht zu spaßen. Ich dachte immer, ich würde den Heldentod sterben, wie ein wahrer Chaski auf einem Baum verhungern, während unten die Wölfe warten. Aber in diesem tristen Loch, das ist so würdelos. Ja, sicher. Wir müssen hier raus, definitiv. Wir müssen hier raus. Raus? Ha! Hast du in letzter Zeit mal rausgeguckt? Sieh es ein, wir können nirgendwo mehr hin. Es ist alles verloren. Quatsch. Es wird schon irgendwie eine Möglichkeit geben, meine Güte. Jetzt reiß dich mal zusammen. Ha! Nenn mir einen guten Grund. Oh, es sieht zwar düster aus, aber das Leben geht weiter. Man wird uns sicherlich retten. Nee, das glaube ich nicht. Ich werde uns hier rausholen. Ja, das definitiv. Immerhin leben wir noch. Hm? Du hast recht, es ist alles verloren. Nee, ich werde uns hier rausholen. Ich werde uns hier rausholen. Du? Haha, dass ich nicht lache. Es wäre nicht das erste Mal, dass ich den Askiel entkomme. Und wie willst du das bitte anstellen? Willst du Purzelbäume schlagen oder mit Torten werfen? Alter, immerhin leben wir noch. Immerhin leben wir noch. Nennst du das etwa Leben? Für alle Ewigkeit in Lukos Kerker eingesperrt. Das ist schlimmer als der Tod. Hä? Hm. Okay. Ich versuch das hier einfach auch nochmal. Es sieht zwar düster aus, aber das Leben geht weiter. Ach ja? Auch wenn die Zeit angehalten hat? Guter Punkt. Hm. Man wird uns sicher retten? Nee, da glaube ich nicht dran. Du hast recht, es ist alles verloren. Du hast recht, alles ist verloren. Ja, aber warum nur? Ich bin doch noch so jung. Ach du meine Güte. Du bist echt ein Jammerlappen. Das sehe ich allerdings ganz genauso. Du bist echt ein Jammerlappen. Warum sollte ich nicht jammern? Die Askiel haben gewonnen. Aber die Ära der Chaski ist nun endgültig vorbei. Schön wär's. Was nutzt Schnelligkeit, wenn es keine Zeit mehr gibt? Was nutzt Orientierungssinn, wenn die Welt in Trümmern liegt? Alles ist verloren. Vergiss es. Ach, vergiss es. Ich habe keine Lust, mich von dir weiter runterziehen zu lassen. Haha, und das ausgerechnet aus deinem Munde, wo du doch derjenige bist, der uns alle runtergezogen hat. Was? Ja, genau. Das hier ist dein Werk. Das ist nicht wahr. Ha! Und ob das wahr ist, du dachtest, du kannst alles besser, oder? Du dachtest, die Welt bricht auseinander, wenn du die Dinge nicht in die Hand nimmst. Und jetzt? Sieh dich um. Du hast diese Welt zu dem gemacht, was sie jetzt ist. Ach, halt die Klappe. Nur mal so gesponnen. Also, es ist nur ein Gedanke. Ich formuliere es, versuch's mal zu formulieren. Wenn sich hier wirklich alles nur um Sedgwick dreht, die ganze Welt nur für ihn quasi geschaffen wurde, kann das sein, dass der Bote, dass er hier sein schlechtes Gewissen ist, der ihm gerade ins Gewissen pinkelt? Also, das war jetzt irgendwie doppelt, aber egal, ihr wisst schon, was ich meine. Und diese fiesen Gestalten da draußen, was könnten die dann sein? Die könnten... Ah, da ist der Kuhfuß. Da ist ein geil für Mühlstein, cool. Ich lasse mich ablenken. Tja, was könnten die dann sein? Seine fiese Seite. Außer Steinen scheint es in diesem Loch nicht viel zu geben. Spot hätte es hier gefallen. Kannst du ihn mitnehmen? Keine Chance. Von hier aus komme ich da nicht ran. Okay. Sprich mit ihm. Nein, danke. Mir liegen schon mehrere Steine im Magen. Haben wir eigentlich noch irgendwas da? Wir haben gar nichts mehr dabei. Ich fasse es nicht. Das Inventar ist erneut leer.
So, hier können wir irgendwas mit der Kette machen. Die Käfige sind alle an einer einzigen Kette aufgehängt. Was für eine eigenwillige Konstruktion. Tja, wenn wir irgendwie an diese Kette herankämen, ne? Nein, die kann ich weder nehmen noch sonst irgendwie bewegen. Der ganze Käfig hängt da dran. Schon klar. Da kommst du wahrscheinlich dann auch nicht dran, ne? Keine Chance. Von hier aus komme ich da nicht dran. Okay. Dann ist es wohl auch sinnlos, nach dem Kuhfuß zu fragen. Okay, können wir denn irgendwo... Ah, hier, Kerkertür. Hallo? Hey, hallo! Was ist da los? Was willst du, Knirps? Also ich könnte alles Mögliche wollen. Das ist so, Spot irgendwo sehen, ich bin in einer anderen Zelle, wann gibt's Essen? Wann gibt's Essen? Das finde ich gut. Wann gibt es Essen? Du hast es noch nicht verstanden. Die Zeit hat angehalten. Wir altern nicht mehr. Wir müssen weder essen noch schlafen. Wir müssen nichts mehr tun. Nie wieder. Ja. Na toll. Habt ihr Spot irgendwo gesehen? Was habt ihr mit uns vor? Nee, ich will erstmal was. Habt ihr Spot irgendwie gesehen? Habt ihr Spot irgendwo gesehen? Du sprichst von deinem hässlichen Wurm? Er ist nicht hässlich. Er ist nur optisch zu kurz gekommen. Ich weiß nicht, wo der Wurm ist. Das interessiert mich auch nicht. Ich glaube, er ist im astronomischen Labor in den Brunnen gefallen. Dann ist er wahrscheinlich tot. Ins Nichts gestürzt. Ja. Shit. Was habt ihr mit uns vor? Was habt ihr mit uns vor? Wieso? Was sollen wir mit euch vorhaben? Nichts. Nichts? Ach komm schon. Ihr könnt uns doch nicht auf ewig hier hängen lassen. Ach ja? Und warum nicht? Oh. Okay, ich will in eine andere Zelle. Mit Le Gros sprechen? Nö, wieso? In eine andere Zelle. Ich will in eine andere Zelle. Warum dies? Es ist mein Zellennachbar. Sein Jammern ist nicht zu ertragen. Hey, was soll das denn heißen? Wie geht's? Ja, die kleine Kröte ist unausstehlich. Unausstehlich? Na hör mal. Sie winselt und winselt. Bitte, ich halte es nicht mehr aus. Ihr wisst schon, dass ich jedes Wort mithöre, oder? Ja, er macht es schon wieder. Na gut, ich werde eure Käfige verstellen. Dann hängt ihr nicht mehr so nah beieinander. Hoffentlich hat das Winseln dann ein Ende. Oh, wo ist der Typ eigentlich? Ich denke, er ist da draußen, aber okay. Gut, kommen wir jetzt an den Kieselstein ran. Das ist ja tatsächlich ganz gut. So, was machen wir mit dem Kieselstein? Wir könnten alles Mögliche bewerfen. Aber was bringt uns das? Wir könnten tatsächlich etwas bewerfen. Aber wir haben ja mehrere Kieselsteine. Wir versuchen es einfach mal. Hey, lass das! Oh, und wenn nicht? Hey, aufhören! Hallo! Wache! Ich werde mit Kieseln beworfen! Er soll damit aufhören! Ihr zwei seid eine echte Plage! Es war offenbar keine gute Idee, die Käfige so zu verstellen. Ich werde die alte Position wiederherstellen. Aber wehe, ihr gebt dann keine Ruhe. Das ist nicht die alte Position, denn so kommen wir an den keilförmigen Stein. Alles klar. So, was können wir jetzt damit machen? Wir könnten die Umlenkrolle dort irgendwie... wir könnten die manipulieren. Aber was bringt uns das? Doch ja, natürlich, wenn wir die Umlenkrolle irgendwie manipulieren und dann ihn nochmal bewerfen, also das Jammern wieder anfängt, dann müsste eigentlich was Komisches passieren. Mal sehen, was passiert, wenn ich diese Umlenkrolle blockiere. Ja, das ist gut. Und jetzt Kieselstein, Bobby.
Hey, lass das! Wache! Er hat wieder angefangen, mit Kieseln zu werfen! Einmal verstelle ich die Käfige noch. Aber nur, wenn die dann wirklich Ruhe gibt. Was ist das? Er scheint etwas zu haken. Ach du Scheiße. Oh. Warte mal, das ist gut. Autsch. Oh. Wo bin ich? Himmel, die ganze Welt ist zerbrochen. Nicht viel besser als vorher, ne? Nichts? Warum ist da so viel, wenn da nichts ist? Himmel, die ganze Welt ist zerbrochen. Was habe ich nur getan? Ah, mach dir mal keine Vorwürfe. Ich glaube, das wird sich alles noch zum Besseren wenden. Das nehmen wir erstmal wieder mit. Können wir Spot mitnehmen? Bitte nimm ihn jetzt Spot. Mit. Spot, oh Spot, was ist bloß mit dir geschehen? Wenigstens bist du nicht ins Nichts gestürzt. Ich werde dich irgendwie wieder gesund machen. Und dann bleiben wir für immer zusammen, ja? Okay. So, hier kommen wir wieder nach oben. Das ist ja schon mal super. Das ist super. Können wir mit dem... Guck mal, hier ist das Fläschchen mit Brunnenwasser. Könnten wir doch auf ihn anwenden, oder? Niemals. Dieses sogenannte Wasser des Lebens hat ihn doch überhaupt erst zu dem gemacht, was er jetzt ist. Ach, Spot, warum musst du auch immer so gierig sein? Okay. So, jetzt können wir aber mal ein paar Sachen einsammeln. Wie zum Beispiel den Kuhfuß. Das ist schon mal super. Kette, müssen wir damit irgendwas machen? Boah, ich glaube, es ist nicht allzu schlimm, wenn wir unser schlechtes Gewissen hier unten lassen. Ne? Was war das eben? Da hat es doch nochmal geflackert. Ach, das ist einfach nur die Kette. Okay, so. Nee, hier haben wir nichts weiter zu tun. Also, jetzt versuchen wir doch mal... Was versuchen wir eigentlich? Ausbrechen? Kannst du ausbrechen? Verschlossen. War ja klar. Okay. Vielleicht war es doch keine... Hey! Hallo! Was ist jetzt noch? Tja, vielleicht ist das doch keine so schlechte Idee, mit Lucro sprechen zu wollen. Ich will mit Lucro sprechen. Lucro ist jetzt der König. Er ist mit Herrschen beschäftigt. Dann muss er mir eben eine Audienz gewähren. Muss er das? Ich vermute, dass er das anders sieht. Das würde ich gerne von ihm selbst hören. Du bist ein mutiger kleiner Knirps. Was willst du überhaupt von ihm? Ich will mich beschweren, nö. Ich will gegen ihn kämpfen, ich will sein Vertrauen erschleichen und danach den echten König retten. Oh, vielleicht lieber nicht. Ich will ihm ein Angebot. Ich habe ihm ein Angebot zu unterbreiten. Ich habe ihm ein Angebot zu unterbreiten. Ein Angebot? Warum sollte ihn das interessieren? Vielleicht, weil er ein raffgieriger Despot ist? Ja. Da kann ich nicht widersprechen. Warte einen Augenblick. Ich muss erst die Tür entriegeln. Okay. Du hast also ein Angebot. Ich bin sehr gespannt, kleiner Mann. Sprech los. Ich möchte meine Dienste als Krieger. Nö, als Schaski. Ginge, aber... Dienst als Clown, das könnte gut sein. Ich habe gute Erfahrungen als Gärtnerberater und Wäscheboy. Das ist gut. Ich habe Erfahrungen als Gärtner, Berater und Wäscheboy. Soll das ein Witz sein? Gonny! Warum verschwendest du meine Zeit mit diesem lästigen Wurm? Es tut mir leid, Boss. Ich dachte, er könnte uns vielleicht nützlich sein. Nützlich? Wozu? Man könnte eine Buchstütze aus seinem Schädel machen. Die Idee gefällt mir. Bravo, Gorni. Ja, genau. Super. Aber ich hätte da noch eine bessere Idee parat. Na, jetzt bin ich aber gespannt. Na, ich könnte meine Dienste als Clown anbieten. Ja, warum nicht? Ich will meine Dienste als Clown anbieten. Sehe ich so aus, als ob ich gerne lache? Nicht wirklich, aber ich gebe zu bedenken, dass die Ewigkeit lang werden könnte. Ganz ohne Unterhaltung. Hast du nicht ganz unrecht? Du kannst es ja mal versuchen. Okay, wow. Intelligente Unterhaltung, na,
das glaube ich funktioniert ja nicht. Ein paar anstößige Limericks. Ich kann das Alphabet. Ich wünschte, ich könnte im Boden versinken. Ich gebe auf, du bist völlig humorlos. Ich könnte das Alphabet rülpsen. Ja, ich glaube, damit gehen wir mal an den Start. Ich kann das Alphabet rülpsen. Das klingt erst einmal noch nicht sehr beeindruckend. Aber versuch euch dein Glück. Ach du je. Wir können tatsächlich das ganze Alphabet rülpsen. Wie war doch gleich sein Name? Lucro, ne? Glaube ich, schrieb er sich, ne? Dann U. Ach du je. Das kann hier noch weiter werden. L-U. Dann C. 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 A. A. Und jetzt, UX meine ich, war das. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine UX. Lucros, Lucrox, AU, U. Und dann X. Oh, mach mal hin. Zack, 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 X. Dix. Moment mal. Hey, das war ja mein Name. Ich bin wirklich gerührt. Sedgwick. Ab sofort bist du einer von uns. Du bist auf alle Ewigkeit mein persönlicher Clown. Hurra. Oh je, was habe ich nur getan? Hurra. Ja, weiß ich nicht, aber ich glaube, wir können jetzt ein bisschen mehr tun. Naja, mehr zumindest als zuvor. Okay, gut, ich mache mal kurz eine Pause, das wird schon ein bisschen lang hier. Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal und versuchen mal irgendwie diese komische Lage hier zu retten. Also uns, also alle, also weg. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!